Ja, nun, wir müssen ja nur in die Bevölkerung gucken. Was sind die Leiden der Menschen? Depressionen, Ängste, hoher Blutdruck, Rückenschmerzen. Das sind alles Symptome eines zerbrechenden sozialen Bindegewebes. Dr. Alice Huber, ehemaliger Chef der Ärztekammer Berlin, konstatiert in Der marktgerechte Mensch. Also die Menschen leiden nicht an ihrem Organversagen, sondern daran, dass sie sich auf diese Gesellschaft nicht mehr richtig verlassen können. Und ihre innere Stimmung sagt, oh, vertrauen kann ich keinem. Das ist alles mehr oder weniger gefährlich. Und dieser kontinuierliche Stress und diese Angst, verloren und verlassen zu sein, macht heute die häufigsten Krankheiten, die in die Arztpraxis kommen. Der Strukturwandel also hat Folgen für den gesellschaftlichen, in Anführungsstrichen, Gesamtkörper. Und die beschreiben Leslie Frank und Herdolo Lorenz am Beispiel von Beschäftigten des Einzelhandels, die auf Abruf arbeiten, zeigen Näherinnen der Textil- und Bekleidungsindustrie in Äthiopien, die aufgefordert werden, mit einer Windel an ihren Arbeitsplatz zu gehen, um nicht während ihrer Schicht auf die Toilette zu müssen, was den Workflow unterbrechen würde. Wir begegnen Crowdworkern, die auf Internetplattformen ihre Arbeit anbieten und mit der ganzen Welt konkurrieren. Wissenschaftliche Mitarbeiter kommen zu Wort, die sich auch in bisher sicher geglaubten Arbeitsstrukturen wie Universitäten heute in kurzfristig befristeten Anstellungen wiederfinden. Oder wir sehen Lukas, den Essenslieferanten, der mit seinem Fahrrad durch eine Stadt wie Hamburg hetzt und dabei von einem Algorithmus gesteuert wird. Wir sind alle Freelancers, Freiberufliche, das heißt Deliveroo hat keinen angestellten Fahrer. Das ist alles ganz prekär, da wir nie wissen, wie viel wir verdienen werden. Leslie Frank und Herdolo Lorenz gelingt es in Der marktgerechte Mensch, überzeugend die sich radikal verändernden Strukturen der Arbeits- und Lebensformen zu analysieren und die Konsequenzen dieses Wandels zu zeigen. Psychologen, Soziologen und Mediziner beschreiben, dass Denken und die Ideologie die Basis dieses Wandels ist. Die schöne neue Arbeitswelt basiert, wie der Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling im Film sagt, auf einem Versprechen. Wenn du an dir arbeitest, dann wirst du wirtschaftlich erfolgreich sein, du kannst reich werden, du wirst beziehungsfähig sein, du wirst Freunde finden, du wirst Partner, Partnerinnen finden, du wirst gesund sein. Wenn du dich nicht genügend unternehmerisch orientierst, nicht genügend in diesem Sinne an dir arbeitest, dann wirst du schon sehen, wo du landest. Dann musst du damit rechnen, dass du abstürzt und der Absturz kann tief sein. Wer seines Glückes Schmied ist, ist an seinem Unglück auch selbst schuld. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Ulrich Bröckling zeigt damit die Ideologie des Neoliberalismus und seine Vorstellung vom marktgerechten Menschen auf. Der Film Der marktgerechte Mensch zeigt eine Welt, die geprägt ist inzwischen von Isolierung und Einsamkeit, Depression und der eigenen Schuldzuweisung für das eigene gesellschaftliche Arbeitsschicksal. Und damit liegt auf der Hand, dass Der marktgerechte Patient der beiden Dokumentarfilme von vor 2 Jahren und die aktuelle Doku Der marktgerechte Mensch zusammengehören. In ihrer kritischen Bilanz der Gesellschaft. Der marktgerechte Patient zeigte 2018 am Ende Ärzte und Pflegepersonal, die gegen ein Krankenhaussystem demonstrierten und streikten, das nicht mehr menschengerecht ist. Im gleichen Sinn geht es in Der marktgerechte Mensch im letzten Kapitel um Initiativen und Betriebe, in denen das neoliberale Primat des Einzelkämpfertums ins Gegenteil verkehrt wird. Es geht beispielsweise um eine Bank, die nach dem Prinzip des Gemeinwohls wirtschaftet. Wir begegnen Beschäftigten von Lieferdiensten, die einen Betriebsrat gründen wollen. Der Gegenentwurf also zur Idee, dass unserer Natur Solidarität fremd ist, was sowieso nicht stimmt, meint der Entwicklungspsychologe Felix Warnecken. In meiner Forschung, wir haben jetzt seit etwas über 10 Jahren uns mit der Frage auseinandergesetzt, was ist die Basis, das Fundament der Kooperation beim Menschen. Eine häufige Annahme ist, dass wir quasi als Egoisten geboren werden und dass wir über die Entwicklung quasi umprogrammiert werden müssen vom Egoisten zu jemandem, der kooperativ ist. Aber was wir eben finden, ist, dass Kleinkinder sich auch schon sehr früh mit 14, 18 Monaten um andere kümmern, wenn sie sehen, dass jemand anderes ein Problem hat. Das hohe Lied auf Konkurrenz und Wettbewerb, auf Selbstoptimierung und Ellbogenmentalität hat ohne Frage inzwischen auch unsere persönlichen Beziehungen erreicht. Diesem Bild unserer Lebenswelt setzen Leslie Frank und Herdolo Lorenz am Ende den Kontrapunkt von gemeinschaftlichem und solidarischem Handeln entgegen, was notwendig ist, um diese herausragende Doku aushalten zu können.